The stage is yours. Nach links, nach rechts. Ist das mega oder was? Herrlich. Also ihr müsst wissen, ihr Lieben, bevor wir das hier oder während wir das hier aufzeichnen, ist noch vor dem Achtelfinale der Niederländer. Ich habe schlimme Befürchtungen, dass das sportlich nicht ganz so erfolgreich ist. Aber der Fanwalk, das ist mega. Ne, dicht gefolgt, den Schotten dicht gefolgt, aber das ist einfach nur lustig. So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Haustechnik Voswinkel. Wir sind's wieder, euer Lieblingsinformationssender, Infotainment sozusagen. Und wir haben eine Sache ganz vergessen, euch zu zeigen oder euch darauf hinzuweisen. Und das wollen wir in diesem Video gerne tun. Es geht nämlich um dieses schöne Beratungsprotokoll des Bundesministeriums für Wirtschafts- und Klimaschutz. Ach, so ein scheiß trockenes Thema mal wieder und ich muss hier mich ein bisschen erheitern, indem ich nach links und nach rechts laufe. Ach, wunderbar. So, ach, Quatsch vorbei. Liebe Leute, ich möchte gerne euch einmal auf das Beratungsprotokoll und die damit verbundene Beratungspflicht hinweisen, die wir haben, wenn ihr euch entscheidet, auch ab oder seit dem 1. Januar eine Öl- oder Gasheizung einzubauen. Hintergrund ist letztlich der folgende und die grundsätzliche Absicht finde ich auch nicht verkehrt. Es gibt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK, ein Informationspapier, welches über diverse Themen des gesetzlichen Umfangs und der zukünftigen energetischen Entwicklung in Deutschland informieren möchte und eben sicherstellen möchte, dass jeder, der sich nun und ab jetzt für den Einbau einer Gas- und Ölheizung entscheidet, diese Informationen entsprechend zur Kenntnis genommen hat. Damit es nachher nicht heißt, habe ich ja gar nicht gewusst. Das macht man sogar so verbindlich, indem man auf der letzten Seite, Andi kann die auch mal einblenden, tatsächlich sogar eure persönlichen Daten aufnimmt und diese Beratung auch protokolliert. Das Ganze wird unterschrieben von euch als Kunden auf der Kundenseite und von der sogenannten fachkundigen Person auf der anderen Seite, also mit dem ihr das Beratungsprotokoll ausgefüllt habt, respektive die Beratung bekommen habt. Wer darf das sein? Das darf zum einen ein Installateur sein, hurra, wir dürfen. Es dürfen Energieberater sein, Schornsteinfeger und Ofenbauer tatsächlich, also diejenigen, die Festbrennstoffkamine entsprechend einbauen. Dieses Beratungsprotokoll enthält ein paar Sachen, die ich eigentlich in Videos auch immer schon erzählt habe. Ich mag aber, weil es eben doch 5 Seiten Text sind und auch sehr komprimierter Text ist, auf die wesentlichen Punkte einmal eingehen, somit also quasi kostenlos für euch schon mal eine kleine Beratung durchgeführt zu haben, damit ihr wisst, was ihr am Ende eben auch unterschreibt bei der ganzen Nummer. Diese Beratung ist zwingend vorgeschrieben, immer dann, wenn ihr euch für den Einbau einer Heizung mit Verbrennungstechnik entscheidet, also wo Gas oder Öl, fossile Brennstoffe eingebaut werden sollen. Nicht vorgeschrieben ist das, wenn ihr euch auf Holz, Pellets, Scheitholz oder Ähnliches stürzt und das einbauen wollt, denn das gilt wiederum als erneuerbare Energie. Also wir reden über Gas- und Ölheizungen in dem Zusammenhang. Auf was dieses Protokoll danach hinweist ist, und das finde ich eigentlich auch relativ wichtig und richtig, ist einmal die Information zu geben, passt auf, es geht nicht nur um die Anschaffungskosten einer neuen Heizung, sondern es geht um das Gesamtpaket. Auch das habe ich schon oft gesagt, neben den Anschaffungskosten sind auch die Betriebskosten entscheidend, die Wartungskosten wichtig. Es ist auch wichtig zu wissen, was bekomme ich an Fördermitteln. Und das Ganze muss natürlich am Ende auch wirtschaftlich für euch Sinn machen. Aber ihr müsst diese ganzen Maßnahmen eben kennen und ihr müsst wissen, was auf euch zukommt. Was ich ganz gut finde an diesem Beratungsprotokoll ist die Tatsache, dass es wirklich sehr übersichtlich nochmal auf die geltende Gesetzeslage eingeht und unter anderem hier auch aufführt, welche Heizarten denn nun erneuerbaren Energien zugrunde liegen oder was man eben nutzen bedarf sozusagen. Ganz kurz ausgeführt heißt es hier, ist es zum einen ein Anschluss an ein Wärmenetz, also bis 2045 müssen alle Wärmenetzbetreiber ihre Netze komplett mit erneuerbaren Energien betreiben.
das ist nicht euer Ding, das müssen die machen. Und wenn ihr euch dran anschließt, habt ihr die Aufgabe sozusagen delegiert. Ihr könnt eine Wärmepumpe einbauen, das haben wir hinreichend besprochen. Biomasseheizungen, Pellets, Holz, Hackschnitzel sind ebenfalls erlaubt. Es gibt auch diese Stromdirektheizungen, Infrarotheizungen, ist allerdings mit einem sehr starken Vorgabe an den Gebäudedämmwert verbunden, weil es sonst in der Tat sehr, sehr teuer werden kann. Ihr dürftet auch auf der Basis von Solarthermie euer Haus beheizen, aber, heißt es hier einschränkend, der gesamte Wärmebedarf des Gebäudes muss komplett über die Solarthermie abgedeckt werden. Guckt raus, guckt euch unsere Wetterlage an, können wir abhaken, geht nicht in Deutschland. Meine persönliche Meinung. Ich lasse mir gerne das Gegenteil beweisen. Dann haben wir die Wärmepumpen- und Solarthermie-Hybridheizung, die hauptsächlich mit erneuerbaren Energien, also 65%, betrieben wird und eben die restlichen Prozente mit fossilen Brennstoffen bis 2045, dann ist das Thema ja auch wieder durch. Und dann haben wir natürlich noch Gas- und Ölheizungen, die klimafreundlichen Brennstoff nutzen, also mindestens 65% Biomethan, biogenes Flüssiggas oder grüner und blauer Wasserstoff. Grüner und blauer Wasserstoff oder blauer, manchmal sagt man glaube ich auch grauer Wasserstoff dazu, ist grün, wenn er komplett aus Ökostrom hergestellt wird und wenn er aus teilweise auch Kohlestrom hergestellt wird, gilt er eben als blauer oder grauer Wasserstoff. Genau. Dann haben wir die Thematik, was haben wir zu beachten, wenn wir eine Öl- und Gasheizung einbauen? Da geht es ums Wärmeplanungsgesetz. Das ist dann Seite 3. Letztlich geht es darum, dass ihr, solange noch keine Wärmeplanung vorliegt, auch das haben wir hinreichend besprochen, grundsätzlich frei in der Wahl der Heizungen seid. Das heißt, ab dem Bestehen einer kommunalen Wärmeplanung ist es eben dann vorgeschrieben, sich an die dortige Planung zu halten. Das nochmal kurz für euch aufgeführt, heißt, bis Ende Juni 2026 müssen Städte und Gemeinden mit mindestens mit mehr als 100.000 Einwohnern, so muss man sagen, ihre Wärmeplanung abgegeben haben. Und Ende Juni 2028, 2 Jahre später, müssen es alle Kommunen getan haben. Und ab dann gilt zwingend, jede Heizung muss mit 65% Minimum erneuerbare Energie betrieben werden, die dann neu eingebaut wird. Also dann endet dieses Gasthema oder Ölheizungsthema ohnehin. Es sei denn, wie gesagt, Biogas oder biogene Ölsorten. Genau. Wenn die Wärmeplanung vor diesen beiden Daten, Ende Juni 26, Ende Juni 28, vorliegt, dann gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung durch die Bundesnetzagentur ein Monat Frist und ab dann gilt diese Wärmeplanung. Und dann hängt ihr da entsprechend auch an dieser Wärmeplanung und an den Vorschriften, die da gemacht werden. Für alle diejenigen unter euch, die sich jetzt in dieser Übergangsphase bis zum Vorliegen der kommunalen Wärmeplanung für eine Öl- oder Gasheizung entscheidet, ist es eben auch entscheidend, dass ihr wisst, dass ab 2029 in diesem Gas- oder Heizöl zwingend erneuerbare Bestandteile drin sein müssen. Es gibt einen Stufenplan, wie diese Heizsorten oder Brennstoffsorten angereichert werden müssen mit erneuerbaren Energien. So, jetzt habe ich mich endgültig hier verhaspelt. Nee, habe ich nicht. Moment, achso, das ist hier. Das ist die Abbildung 4. Andi wird die jetzt eben auch einblenden. Die steht erst auf Seite 6, deswegen war ich verwirrt. Also, 2029 müssen zwingend in Gas oder Heizöl 15% erneuerbare Bestandteile sein, 2035 30%, 2040 60% und 2045 dann 100%. Und das müssen natürlich auch wieder die Versorger gewährleisten. Also ihr müsst dann entsprechend diese Tarife beziehen oder diese Belieferung sicherstellen und habt das auf Verlangen auch über Lieferverträge, also euren Gasvertrag, euren Ölvertrag, entsprechend den Behörden anzuzeigen, dass ihr Sorten benutzt, die diese erneuerbaren Bestandteile beinhalten. Genau. Ein weiteres Thema, auf das dieses Beratungsprotokoll recht umfänglich eingeht und ich finde auch zu Recht eingeht, ist das Thema der Preisentwicklung für Erdgas, Heizöl und eben fossile Brennstoffe. Und dabei geht es um die zum einen CO2-Besteuerung und zum anderen eben über die grundsätzlichen Bezugspreise für diese Heizöle oder Erdgas. Klar ist, und ich glaube, das haben wir alle hinreichend erlebt, auch der Preis für Gas oder Öl wird ja vom Markt bestimmt, kann schwanken. 2022, ne, Ukraine-Krieg,
Ende der Gasversorgung aus Russland, haben wir eine riesige Grundpreiserhöhung im Gas erlebt, die nicht mit irgendwelchen Steuern oder Abgaben zu tun hatte, sondern schlicht mit der Verfügbarkeit dieser Brennstoffe. Darüber hinaus ist es aber so, dass die CO2-Abgaben, also diese berühmte CO2-Steuer, eben auch auf den Wärmesektor und Energie- oder beziehungsweise Verkehrssektor ausgeweitet werden soll. Aktuell haben wir 45 Euro pro Tonne CO2-Steuerabgabe. Damit ihr das wisst, eine Kilowattstunde Gas enthält ungefähr 201 Gramm CO2. Das mal als Umrechnung, mal Tonne. Wie viele Tonnen werdet ihr wohl emittieren? Das ist ein bisschen schwierig zu berechnen in der Größenordnung. Trotzdem gilt 45 Euro pro Tonne dieses Jahr und bis 2026 65 Euro pro Tonne ist schon klar. Danach, ab 2027, 1.1., wird der europaweite Handel mit CO2-Emissionszertifikaten auf den Wärme- und Verkehrssektor ausgeweitet. Das heißt, es geht nicht mehr um bestimmte Preise, sondern er wird frei am europäischen Markt gebildet. Die Anzahl der verfügbaren Emissionszertifikate wird jedes Jahr schrittweise abgesenkt. Dadurch wird der CO2-Preis und die Kosten für Heizöl und Erdgas voraussichtlich kontinuierlich steigen. Steht hier drin, habe ich auch schon mehrfach gesagt, stimmt auch, ist auch zu erkennen und demzufolge sicher, dass das so eintreten wird. Ich habe ja in dem Zusammenhang auch auf die absinkende Förderung hingewiesen, die ja auch schon beschlossen ist, weil es dann eben von dem wir helfen euch, Förderung zu dem Thema, wir bestrafen euch, wenn ihr nicht über die CO2-Steuer dann geändert oder gewechselt wird. So, das heißt, um das mal ein bisschen konkreter zu machen mit der CO2-Steuer, gibt es hier in der Abbildung 3 einen schönen Überblick über einen Erdgas- respektive Heizölverbrauch-Szenario mit 18.000 Kilowattstunden Gas respektive 1.800 Liter Heizöl pro Jahr. In dieser Grafik sind drei verschiedene Varianten der Preisentwicklung berücksichtigt, nämlich, dass sich der Preis in dem gelben Szenario auf 100 Euro pro Tonne CO2 verteuert, in dem schwarzen Szenario auf 200 Euro und in dem roten Szenario auf 300 Euro pro Tonne. All dies ist eine denkbare Entwicklung in so einem Emissionszertifikathandel. Die Preise pro Jahr, die rein auf die CO2-Steuer entfallen, sind dann hier ebenfalls angegeben. In einem moderaten Szenario würdet ihr also 360 Euro mehr pro Jahr für das Erdgas bezahlen oder 576 für das Heizöl. In dem teuersten Szenario wäre es beim Erdgas 1.080 Euro reine Steuer oder 1.674 Euro beim Heizöl für diese CO2-Steuer. Umgerechnet bei dem 100-Euro-Szenario, bei dem gelben, umgerechnet auf eine Kilowattstunde respektive einen Liter Heizöl, würde das eine Verteuerung von 2 Cent für die Kilowattstunde Gas oder 32 Cent für den Liter Heizöl bedeuten, wenn wir das Szenario von 100 Euro annehmen würden. Genau, dann geht es hier an Seite 5 nochmal ganz genau um die grünen Brennstoffe. Diese Abbildung haben wir schon gezeigt, wo wir also die stufenweise Einführung von grünen Brennstoffen ab 2029 betrachtet haben. Zuletzt weist dieses Beratungsprotokoll noch darauf hin, und das ist auch nachvollziehbar, dass diese biogenen Brennstoffe, also verbrennbare, erneuerbare Energien, voraussichtlich sehr stark auch vom Schwerlastverkehr und von der Industrie in Anspruch genommen werden, wahrscheinlich. Demzufolge man hier darauf hinweist, dass wahrscheinlich diese Brennstoffe relativ teuer bleiben werden, weil eben gewisse Zweige unserer Gesellschaft nur diese Brennstoffe einsetzen können. Steigende Preise sind zudem, schreiben die hier, auch für Holzpellets, Hackschnitzel oder Scheitholz wahrscheinlich, weil auch die anders und anderweitig eingesetzt werden können, eben gerade für die Industrie. Genau. Und so haben wir hier auf insgesamt 7 Seiten ein Beratungsprotokoll beisammen, was, finde ich, wirklich ehrlich und ohne Häme einen sehr guten Überblick darstellt für jemanden, der sich erstmalig mit dem Thema auseinandersetzen muss, damit er eben auch nichts falsch macht und am Schluss nicht sagen kann, habe ich nicht gewusst. Das ist tatsächlich so verbindlich, dass man das unterschreiben muss. Das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Gas- oder Ölheizung kauft,
dieses Ding habt, unterschrieben habt, beidseitig in euren Unterlagen habt, Installateur respektive die Beratungsfirma sollte das auch archivieren, denn ihr könntet danach gefragt werden und das entsprechend vorweisen müssen. Genau, so viel und so weit dazu. Ihr Lieben, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht war es ja auch noch für den einen oder anderen ein bisschen was Neues. In jedem Falle, glaube ich, ein sinnvolles Instrument. Sollten Fragen, Anregungen, Kritik oder irgendwelche Aussätze, habt ihr irgendwas auszusetzen an meinem Tanzstil? Könnte ja sein, glaube ich aber nicht. Dann könnt ihr das sehr gerne in die Kommentare dieses Videos packen und uns die Treue halten, ein Abo dalassen, was ihr gerne tun möchtet. Auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr wieder mit am Start sein. In diesem Sinne, macht's gut, ich tanz ab.